Kompliment. Ich lebe seit Jahren in diesem Bezirk, Francis, und habe nicht einmal einen Bruchteil von all den entsetzlichen Dingen registriert, die du in so kurzer Zeit herausbekommen hast. Alle Achtung. Hast du Artgenossen gespeichert, die plötzlich, aus welchen Gründen auch immer, das Revier verlassen haben? Natürlich. Wir können also anhand dieser Liste prüfen, wie viele ohne ersichtlichen Grund verschwunden sind und wann das genau war. Mhm. Warum glaubst du, hat der Mörder seine letzten 7 Opfer nicht mehr Jesaja, dem guten Totenwächter, anvertraut? Das ist ein wichtiger Punkt, Francis. Denn es ist ein Hinweis darauf, dass unser Freund Fehler zu machen beginnt. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ein solches Wunderkind des Horrors überhaupt einen einzigen Fehler macht. Vielleicht will er uns auf irgendetwas aufmerksam machen. Das ist gut. Nein, das ist überhaupt nicht gut, denn wir haben keine Ahnung, worauf er uns aufmerksam macht. Er will uns auf sich und sein Wirken aufmerksam machen. Ach was? Die durchschnittliche Intelligenz der Revierbewohner ist derart beschämend niedrig, dass wohl kaum einer seine feinsinnigen Zeichen begreifen könnte. Tja, und wenn er nun nur einen ganz bestimmten Artgenossen auf sein Lebenswerk aufmerksam machen will? Das nenne ich gut. Wieso? Weil du zum ersten Mal von einem Lebenswerk sprichst, Francis. Ja, kapierst du denn nicht? Er legt es bewusst darauf an, durchschaut zu werden. Der ganze Kerl ist sonderbar. Er ist wie ein Rätsel. Nein, er ist das Rätsel und wartet nur auf denjenigen, der es löst. Entweder sehr eilig gehabt oder er hat's mit dem Magen. Joker, für mich einer der Hauptverdächtigen. Könnte stimmen. Er hat das Drama in Preterius' Labor mit angesehen, sah seine Chance, eine Märtyrerreligion, um die Leiden von Glaudandus zu stricken. Das ist möglich. Erzähl mir noch etwas mehr über die Dame, deren Bekanntschaft du heute früh gemacht hast. Ja, sie war nicht wie die anderen. Professor Preterius' Mörderrasse? Warum nicht? Unwahrscheinlich. Du vergisst die Evolution. Eine neue Rasse kann nämlich auch aus Zufall entstehen. So. Du glaubst also, meine wilde Lady und ihre Gattungsgenossen sind das Produkt natürlicher Auslese. Tja, du hast wie immer recht, Pascal. Nicht zu bescheiden, Francis. Du bist der wahre Klugscheißer. Dürfte ich vielleicht auch was beitragen? Wo ist Joker? Nicht da. Verschwunden. Was heißt verschwunden? Verschwunden heißt verschwunden. Willst du lieber erst einen kleinen Imbiss, bevor du weiter berichtest? Halter Ziebold hat frische Leber zubereitet. Frische Leber? Komm zur Sache, Blaubart. Ein Horrorhaus, wo dieser Joker wohnt. Ich hab's von unten bis oben durchgekämmt, aber nichts gefunden. Joker ist ermordet worden. Nein, verschwunden. Er wusste, dass du nah dran warst, ihn zu schnappen, und hat das Weite gesucht. Nein. Ich weigere mich, so eine billige Lösung zu akzeptieren. Ruhe, nur die Ruhe. Ab morgen machen wir uns ernsthaft an die Arbeit und erstellen eine Liste der möglichen Überlebenden des Labors von Professor Preterius. Besser Acht geben, Klugscheißer. Wie meinst du das? Der Nackenbeißer wird böse Rache an dem nehmen wollen, der ihm die Tour vermasselt hat. Scheiße, ja. Ja, auch Pascal ist in Gefahr. Auch er weiß zu viel. Nach dem, was du rausgefunden hast, überfällt der Killer nur die, die sich sexuell weiterbilden wollen. Der gute Pascal ist aber kastriert. Und im Übrigen, tja, er wird es sowieso nicht mehr lange machen. Wieso nicht?
Er hat Krebs. Darmkrebs, glaube ich. Der Doktor hat ihm nur etwas länger als ein halbes Jahr gegeben. Liebe Freunde, wir danken euch, dass ihr unserer Einladung so zahlreich gefolgt seid. Naja, hoffentlich kriegen wir was geboten, Gevatter. Sonst muss irgendwer kräftig büßen, dass ich meinen geliebten Film im Fernsehen verpasst habe. Komm, du idiotisches Rhinoceros. Wenn du auch nur einen Funken Anstand hättest, würdest du wenigstens so tun, als trauertest du um deine Solitär. Ich erwische diesen Nackenbeißer früher oder später sowieso. Überhaupt niemanden wirst du erwischen, du Narr. Glaubst du, dieser Kerl wird eines Tages an deine Tür klopfen und dich um Entschuldigung bitten? Man wird doch wohl noch einen Witz reißen dürfen. Kong, das Problem ist nur, dass unser mordender Freund keinen Humor besitzt. Francis und ich sind am Computer gesessen. Wir können jetzt mit Sicherheit davon ausgehen, dass der Mörder nicht 7 von uns, sondern sage und schreibe 450 auf dem Gewissen. Diese Morde stehen aller Wahrscheinlichkeit nach im Zusammenhang mit den grauenvollen Geheimnissen im Labor des Professor Praetorius. Verbrechen, denen manche von euch zum Opfer fielen, ohne sich heute daran erinnern zu können. Das reicht jetzt! Was hattet ihr denn geglaubt, warum einige von uns mit einem Totalschaden durch die Landschaft zotteln? Regt euch ab und lasst den Klugscheißer ran. Vielleicht präsentiert er uns ja den Mörder. Leider kann ich mit dem Mörder im Moment noch nicht dienen. Dafür jedoch vielleicht mit der Wahrheit. Eine ganze Reihe von euch, liebe Freunde, huldigt dem toten Claudandus, der, wie ihr ja jetzt wisst, in Professor Praetorius Folterlabor die schlimmsten Qualen ertragen musste. Er ist nicht gestorben! Aha. Was weißt du über Claudandus? Warum glaubst du, dass er damals nicht gestorben ist? Nun, weil Urgroßvater es mir erzählt hat. Und wer ist dein Urgroßvater? Vater Joker! Er erzählte mir, dass Claudandus das Ungeheuer am Ende zum Kampf gefordert und es getötet hat. Liebe Freunde, der Einzige, der weiß, wie Claudandus aussieht und der uns zu ihm führen könnte, ist Joker. Joker aber ist tot. Verschwunden! Und wenn er mich fragt, Joker hat die Identität des Propheten angenommen, Claudandus ist tot. Niemand hätte diese Folter überleben können. Joker aber lebt und ist flüchtig. Dank Bruder Francis wurden seine finsteren Pläne durchkreuzt.